Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, der mittlerweile vorliegt, über 600 Seiten, sind eine Bilanz der von 12 Jahren Regierung unter Unionsführung. Und man muss sagen, es ist ein Armutszeugnis für diese Zeit, denn Armut und Ungleichheit sind auf einem Rekordniveau, und das alles trotz guter ökonomischer Rahmenbedingungen, wie gesagt, ein Armutszeugnis. Und man darf nicht vergessen, von diesen 12 Jahren hat auch die SPD mitregiert. Das heißt, es ist auch ein Armutszeugnis für die SPD. Und man muss vielleicht gerade angesichts aktueller Umfrageergebnisse und Wahlerfolge der FDP auch noch mal daran erinnern, 4 Jahre war auch Schwarz-Gelb an der Regierung, und in der Zeit ist nichts besser geworden, vorsichtig formuliert, sondern eher schlechter. Die Zahlen liegen jetzt auf dem Tisch, und die Zahlen lassen sich nicht schönreden, auch wenn das immer wieder von Vertretern der Regierungsfraktionen und der Regierung versucht wird. Und es ist auch bezeichnend, dass heute zu dem Armutsbericht 2 Anträge von den Linken und den Grünen vorliegen zu Konsequenzen aus den Ergebnissen. Armut ist für Sie in der Großen Koalition schlicht kein Thema. Aber Armut ist ein zentrales Gerechtigkeitsproblem. Und das Niveau von Armut und sozialer Ungleichheit ist in Deutschland so hoch, dass der soziale Zusammenhalt in Deutschland ernsthaft gefährdet ist. Und deswegen ist jetzt endlich Handeln angesagt. Wir Grünen haben dazu in den letzten Jahren immer wieder Konzepte vorgelegt, die wir jetzt in unserem Antrag noch mal gebündelt haben. Wir wollen, dass aus armen Menschen nicht arme Menschen werden. Wir wollen soziale Teilhabe für alle, und zwar selbstbestimmte Teilhabe für alle, eine inklusive Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass wir untere und mittlere Einkommen entlasten, vor allem Familien. Wir haben das in unserem Antrag in 11 Bereichen mit vielen Unterpunkten untergliedert, die ich jetzt nicht alle detailliert vorlesen kann, aber die wichtigsten Punkte. Wir brauchen gute Arbeit, wir brauchen eine Eindämmung von prekärer Beschäftigung. Wir brauchen Zugang zum Arbeitsmarkt, insbesondere für die mit den größten Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose, Geflüchtete. Wir brauchen Zugang zu guter Bildung für alle, ein inklusives Bildungssystem. Wir brauchen Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, eines der zentralen Probleme in den Städten. Wir brauchen Zugang zu Gesundheitsleistungen für alle mit vielfältigen Maßnahmen in unserem Antrag. Wir brauchen aber auch finanzielle Leistungen. Ein Mindestmaß an Einkommen ist notwendig, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Und das Bundesverfassungsgericht, da muss immer wieder betont werden, sagt, es ist ein Grundrecht, die Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums. Und wir Grüne sagen, wir wollen dieses Existenzminimum gewähren in allen Lebenslagen und Lebensphasen, und zwar möglichst unbürokratisch und da, wo es geht, auch ohne Bedürftigkeitsprüfung. Zentral ist das grüne Familienbudget mit einer Kindergrundsicherung, die das jetzige System der Familienförderung aus Ehegattensplitting, Kinderfreibeträgen und Kindergeld ersetzt. Denn wir wollen, dass die Förderung bei den Kindern ankommt, wir die Kinder in den Mittelpunkt stellen und der Familienförderung. Und wir brauchen einen Kindergeldbonus, denn wir wollen, dass das sächliche Existenzminimum tatsächlich für alle Kinder garantiert wird im unteren Einkommensbereich. Deswegen dieser Kindergeldbonus, damit nicht wie bisher mit dem Kinderzuschlag das Geld in der Verwaltung, in der Bürokratie hängen bleibt, sondern bei den Kindern ankommt. Und unsere Vorschläge zur Rente, die Garantierente, die gewährleistet, dass Menschen, die lange in die Rentenversicherung eingezahlt haben, eine Rente bekommen, die über dem Grundsicherungsniveau liegt, und zwar auch ohne Bedürftigkeitsprüfung, eine echte Rente. Und da sind wir die Einzigen, die eine echte Garantierente vorschlagen, die ohne Bedürftigkeitsprüfung ist, wo man nicht wie bei den Linken doch wieder einen Antrag stellen muss, wo das Vermögen nachgewiesen werden muss, wo nachgewiesen werden muss, wie die Wohnung, wie groß die Wohnung ist, in der man wohnt, wo alle zusätzlichen Einkommen darauf angerichtet werden. Das ist keine Rente, genauso wenig wie bei der Solidarrente der SPD, sondern wir brauchen eine Garantierente, ohne dass die Menschen zum Sozialamt müssen oder irgendwo anders sind und ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse offenlegen. Und wir brauchen am Ende natürlich eine gute, bürokratiefreie Grundsicherung.
Schließlich muss man natürlich auch, wenn man über Armut redet, über Reichtum nicht schweigen. Wir brauchen wieder eine Einführung der Vermögensteuer und andere Maßnahmen, damit die Reichen sich auch wieder ausreichend an den öffentlichen Ausgaben beteiligen. Da die Redezeit jetzt fast zu Ende ist, will ich nur noch eine wichtige Gruppe erwähnen, die sonst fast gar nicht vorkommt, auch in dem Armuts- und Reichtumsbericht nur am Rand, nämlich die Obdachlosen in Deutschland, die in den Zahlen, die ja schon genannt worden sind, im Armuts- und Reichtumsbericht ja gar nicht auftauchen, weil die auf Umfragedaten basieren, bei denen die Obdachlosen nicht befragt werden. Wir dürfen uns ab, und auch da müssen wir endlich mal vernünftige Zahlen haben und ein Maßnahmenpaket gegen Obdachlosigkeit in Deutschland. Das sind hier wirklich die Ärmsten. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, nicht an die Obdachlosigkeit, nicht an die 2,5 Millionen armen Kindern, nicht an die 4 Millionen armen Erwerbstätigen und nicht an die steigende Armut, Altersarmut. Wir müssen jetzt endlich handeln. Es geht um den sozialen Zusammenhalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Daniela Kolbe das Wort.